Damit rufe ich dann den Tagesordnungspunkt 3 auf. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit, Drucksache 19/5722. Und zur Einbringung dieses Gesetzentwurfs erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ihnen liegt der Entwurf eines Gesetzes vor, durch das die Ausbildung der Beschäftigten des Landes Hessen in Verwaltung und Polizei gestärkt und zukunftsfähig wird. Wir führen drei Institutionen unter einem Dach zusammen: die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung, die Polizeiakademie Hessen und die Zentrale Fortbildung Hessen. Und wir generieren erhebliche Synergieeffekte. Wir verbessern die Ausbildung in der Hochschule, stärken dadurch die Wissenschaftlichkeit und das Wissenschaftssystem in Hessen insgesamt. Die Anforderungen an die Kolleginnen und Kollegen in Polizei und Verwaltung sind in den vergangenen Jahrzehnten stetig gestiegen. Das führte zu einer Akademisierung der Ausbildung, zuletzt in entscheidender Weise im Rahmen des Bologna-Prozesses. Diese Entwicklung wird durch den Ihnen nun vorliegenden Gesetzentwurf konsequent fortgeführt, indem die neue Hochschule in das Hessische Hochschulgesetz integriert wird. Mit der Überführung in das Hochschulgesetz ist eine Stärkung der Wissenschaft verbunden für die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie für Studierende. Die Hochschuldozentinnen und Dozenten werden mit den Professorinnen und Professoren gleichgestellt und genießen Wissenschaftsfreiheit. Die Freiheit der Forschung wird im Vergleich zum bisherigen Recht insgesamt erweitert. Das Hochschulgesetz ist insoweit uneingeschränkt anwendbar. Forschungs- und Lehrzulagen sind möglich, und es wird einen Vizepräsidenten extra für die Forschung geben. Und auch für die Studierenden gibt es eine wesentliche Neuerung. Es wird zukünftig ein Promotionsrecht geben, wenn bestimmte Voraussetzungen durch die Hochschule erfüllt werden. Mit der Integration in das Hochschulgesetz gehen aber noch weitere Veränderungen einher. Es werden die typischen Hochschulgremien eingeführt. Es wird eine kollegiale Hochschulleitung geben, das Präsidium, ein Senat, Fachbereichsräte und Dekanate. Eine Besonderheit ist, wie bisher, das Kuratorium, das den Hochschulrat ersetzt. Ein Kuratorium besteht schon an der jetzigen Hochschule für Polizei und Verwaltung und wird auch weiterhin bestehen. Es spiegelt die Besonderheit der Hochschule als Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätte für den öffentlichen Dienst wider. Diese Besonderheit verlangt einerseits, dass die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen auch in der Studienordnung berücksichtigt werden, andererseits aber auch, dass die Anforderungen der täglichen Praxis bereits in der Ausbildung berücksichtigt werden und sich wie ein roter Faden durch die Fortbildung und Weiterbildung ziehen. Und das erreichen wir durch das Kuratorium, in dem die Ausbildungsbehörden im öffentlichen Dienst wie die Regierungspräsidien, die Polizeipräsidien, die Kommunalverwaltung als Bedarfsträger diese Anforderungen der Praxis kommunizieren können. Hier wagen wir, das ist uns bewusst, einen Spagat. Einerseits müssen die Anforderungen der Ausbildungsbehörden durch ein Gremium gewahrt werden. Andererseits ist die Wissenschaftsfreiheit uneingeschränkt zu gewährleisten. Ähnlich herausfordernd stellt sich das Nebeneinander von Hochschule und Polizeibehörde dar. Auch hier ist ein ausgeglichenes Verhältnis des hochschulischen und polizeibehördlichen Bereichs das ausdrückliche Ziel, das durch die vorgesehene Regelung gewährleistet wird. Auch wenn Hochschule und Behörde unter einem Dach sind, so sind die Bereiche inhaltlich doch getrennt. Es wird keine Beeinflussung des einen Bereichs durch den anderen geben. Eine Überschneidung gibt es an einer Stelle. Der Präsident ist nicht nur Dienstvorgesetzter, sondern er wird auch polizeilicher Vorgesetzter nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung sein. Aber Auswirkungen auf die Leitung des hochschulischen Bereichs wird das nicht haben. Im Gegenteil, die Trennung dieser beiden Bereiche ist sogar vorgesehen, nämlich indem der Präsident in polizeibehördlichen Angelegenheiten von einem Vizepräsidenten für polizeiliche Aufgaben vertreten wird. Sie sehen, auch wenn man im ersten Moment Bedenken bezüglich der Verbindung von Hochschule auf der einen, Polizeibehörde auf der anderen Seite hat, die Bedenken sind unbegründet. Das Konzept ist durchdacht.
Und wir waren vorsichtig bei der Schaffung polizeibehördlicher Sonderregelungen. Der Vizepräsident ist einer von mindestens 4 Vizepräsidenten. Bis auf einen werden alle 3 aus dem Kreise der Professoren und Hochschuldozenten gewählt. So wird die Freiheit von Forschung und Lehre durchweg gewahrt. Gleiches gilt auch für die Mitwirkungsrechte des Kuratoriums, z.B. bei Vorschlag oder Abwahl des Präsidenten. Es gibt ein Mitspracherecht der Ausbildungsbehörden, in deren Interesse die Aus-, Fort- und Weiterbildung erfolgt. Insgesamt wird die neue Hochschule in ihrer Selbstverwaltung gestärkt. Sie erhält ein Satzungsrecht in allen wesentlichen Bereichen der Hochschule, eine direkte Folge der Überführung in das Hochschulgesetz. Lassen Sie mich nun zum zweiten Punkt kommen, der Zusammenführung der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, der Polizeiakademie Hessen und der Zentralen Fortbildung Hessen. Ein zentraler Aspekt ist natürlich die Erzielung von Synergieeffekten. Das wird zum einen dadurch erreicht, dass wir trotz der Beibehaltung der 4 Standorte in Gießen, Kassel, Mülheim und Wiesbaden eine gemeinsame Verwaltungsstruktur am Standort Wiesbaden schaffen, aber auch und vor allem durch einen gemeinsamen Lehrkörper. Es wird in Zukunft möglich sein, ohne großen Aufwand die im Lande Hessen vorhandene Expertise in allen Bereichen einzusetzen, in Studium, in Fortbildung und Weiterbildung, aber auch in der Unterstützung der Behördenaufgaben, wie z.B. durch den Polizeipsychologischen Dienst. Der Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis wird erheblich gestärkt. Meine Damen und Herren, das führt mich zu einem der wichtigsten Punkte. Wir befinden uns in einem zunehmend konkurrierenden Markt für Arbeitskräfte. Es muss deshalb ein Fokus auf die Stärkung der Nachwuchsgewinnung gelegt werden. Ich habe schon dargelegt, dass mit dem Promotionsrecht ein unmittelbarer Anreiz für potenzielle Nachwuchskräfte geschaffen wird. Dazu kommt die Stärkung der Wissenschaftsfreiheit bei den Hochschullehrern. Hierdurch wird die Hochschule auch für die Lehrenden attraktiver, was natürlich am Ende auch die Attraktivität für die Studierenden noch einmal erhöht. Ganz entscheidend ist das, dass wir eine Hochschule aus einem Guss schaffen. Wir können den Studierenden die Aussicht geben, von Anfang ihres Studiums bis zum Ruhestand eine abgestimmte und höchst praxisorientierte Aus-, Fort- und Weiterbildung zu genießen, vielleicht sogar irgendwann auf der anderen Seite des Lehrerpults. Das ist eine Besonderheit, die es an kaum einer anderen Hochschule und in kaum einem anderen Beruf gibt. Meine Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, dass ein solches Projekt zahlreiche Aspekte betrifft, die die Grundinteressen aller Beteiligten berühren. Wir haben deshalb von Anfang an den intensiven und ständigen Dialog mit allen Beteiligten gesucht. Im Sommer, Herbst 2018 begann sozusagen die erste Phase. Seitdem sind ca. 50 Tagungen durchgeführt worden, Klausurtagungen, ein Steuerungskreis mit 6 Kommissionen. Wir hatten eine zweistellige Zahl von Mitarbeiterbriefen, Dienstversammlungen, die Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen, Gleichstellungsbeauftragte, Fortbildungsbeauftragte der Ressorts, die Hochschulgremien, Kuratorium, Personalversammlungen haben alle getagt und sich mit der Zusammenführung der 3 Bereiche auseinandergesetzt. Ich möchte mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsministerium und der Ministerin bedanken, die das Vorhaben Aufnahme in das Hochschulgesetz mit unterstützt haben. Der nun vorliegende Gesetzentwurf berücksichtigt die Interessen von allen Beteiligten, aber auch die Besonderheiten der zukünftigen Hochschule als gemeinsame Einrichtung, als Hochschule, als Einrichtung der Fort- und Weiterbildung und als Polizeibehörde. Wir schaffen eine moderne, zukunftsfähige Hochschule, die attraktiv ist für Lehrende, Studierende, Fachfortbilder, bereits Berufstätige und für die Bedarfsträger. In einer solchen Hochschule ist die Aus-, Fort- und Weiterbildung unserer jetzigen und künftigen Kollegen auf dem hohen Niveau möglich, das die Zeiten verlangen, das wir uns wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Beuth. Ich eröffne die Debatte. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Dr. Grobe von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Innenminister Beuth! Ich fasse es jetzt schon zusammen. Sie sind mit diesem Gesetzentwurf an Ihrem eigenen Anspruch gescheitert. Aber möglicherweise haben Sie ja auch keinen. Zudem erinnert mich die Konzeption Ihrer Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit an das Ende des 19. Jahrhunderts. Dort gründeten sich technische Fachschulen auf mittlerem Niveau für Volksschüler mit abgeschlossener Lehre. Damit wurde eine Art semiprofessioneller Techniker ausgebildet, der sich ohne höhere Schulbildung technisch weiterbilden konnte. Diese Fachschulen gaben sich anfänglich als Akademien aus, obwohl sie nicht wissenschaftlich ausbildeten. Verständlicherweise wurden ihnen der Akademiestatus untersagt, denn diesen Fachschulen fehlte das Grundlagen- bzw. die anwendungsorientierte Forschung und Lehre. Ferner hatte man die nicht unberechtigte Sorge, dass dadurch die akademische Bildung nivelliert würde. Ein weiteres Argument war, dass diese Fachschulen auch nicht den damaligen Kultusministerien unterstanden, sondern den Handelsministerien. Sehr geehrter Herr Minister Beuth, kommt Ihnen das nicht irgendwie bekannt vor? Denn Sie möchten aus der bestehenden Hochschule für Polizei und Verwaltung, der Polizeiakademie Hessen sowie einer Organisationseinheit des Innenministeriums, hier die Zentrale Fortbildung Hessen, eine besondere Hochschule für angewandte Wissenschaften machen. Diese abgekürzt als HFMS fusionierte Hochschule untersteht aber nicht dem Wissenschaftsministerium, sondern Ihrem Innenministerium. Das zeigt sich dadurch, dass, um nur ein paar Bestimmungen zu nennen, die Dienst- und Fachaufsicht sowie die Genehmigung der Satzung und Organisationsstruktur, die Genehmigung der Prüfungs- und Studienordnung, die Einführung oder Aufhebung von Studiengängen sowie die Einstellung des wissenschaftlichen Personals dem Innenminister obliegt. Zudem kann dieses dem Präsidenten und Vizepräsidenten für polizeiliche Aufgaben bestellen und jenen abberufen. Sie werden also nicht wie an einer herkömmlichen Hochschule vom Senat gewählt. Darüber hinaus kann das Kuratorium als externes Vertretungsorgan die Geschäftsführung des Präsidiums überwachen. Im Bildungsstaat Preußen, aus dem Hessen zum Teil hervorgegangen ist, hätten Ihnen spätestens jetzt renommierte Bildungspolitiker wie Friedrich Althoff oder Konrad von Stut den Stecker gezogen. Zumal nicht wenige Vorbehalte bereits geäußert wurden, so hatte sich die gemeinsame Vollversammlung der Fachbereiche Polizei und Verwaltung mehrheitlich gegen die Fusionspläne ausgesprochen. Denn die Überfrachtung der Organisation mit hochschulfremden Aufgaben führt nicht zu wissenschaftsförderlichen Strukturen. Sie führt vielmehr zu einer Vervielfältigung der Schnittstellen. Und darunter wird die Entwicklungsfähigkeit der Fachbereiche Polizei und Verwaltung leiden. Zudem blieben die Vorbehalte und alternativen Vorschläge der Fachbereichsvertreter unberücksichtigt. Die Vollversammlung kommt zum Ergebnis, dass die Integration der drei Institutionen für die weitere hochschulische Entwicklung abträglich sei. Daher lehnt sie die Zusammenlegung ab. Ähnlich sieht es der Hochschullehrerbund. Sehr geehrte Damen und Herren, auch 5 Jahre nach Beginn des Prozesses konnte das Innenministerium keine stichhaltige Begründung für die Erforderlichkeit der Fusion liefern. Vielmehr beruht diese auf einer Vision von Innenminister Beuth, der einen übergreifenden Bildungsträger in seinem Geschäftsbereich platzieren und wohl in die hessische Bildungsgeschichte eingehen möchte. Wir von der AfD halten es mit dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt. Dieser sagte, und vielleicht sollten Sie als Innenminister genau zuhören, Folgendes: Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und die Gründe hierfür werden wir Ihnen nun nennen. Die Fusion dreier nach Struktur und Zielsetzung höchst unterschiedlicher Institutionen ist weder wünschenswert noch zielführend, zumal der Begriff Hochschule überdehnt wird. Denn hiermit werden der Kern wissenschaftlicher Lehre und Forschung, ihr verfassungsrechtlich normiertes Freiheitsrecht sowie die hochschulische Autonomie ausgehöhlt. Vielmehr betreiben Sie, Herr Innenminister, mit dem Versuch, die HFMS in das HHG zu integrieren, einen Etikettenschwindel. Denn einerseits heben Sie die Geltung von Teilen des HHG auf,
um andererseits die Regelungen für die sogenannte besondere Hochschule durch die Folgeparagraphen des § 90 HHG in veränderter Form einführen zu können. Tarnen und Täuschen könnte man Ihren Versuch nennen, innerhalb des HHG die Fassade einer Hochschule zu simulieren. Das Fusionsgesetz ist zugleich ein neuerlicher Beleg für den um sich greifenden Akademisierungswahn. Hierdurch wird jedoch nicht etwa der Status des Verwaltungs- und Polizeibeamten aufgewertet, sondern vielmehr derjenige des Akademikers abgewertet. Besser wäre es, den hierfür geeigneten Polizei- und Verwaltungskräften eine vollumfängliche akademische Qualifikation zuteilwerden zu lassen. Dafür gibt es an den hessischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften ausreichend Gelegenheit. Es wäre unseres Erachtens zielführender, eine nicht akademisch organisierte hessische Berufsakademie für Polizei und Verwaltung zu gründen. Diese könnte dann auch die verbleibende Hessische Verwaltungsfachhochschule für Finanzen und Rechtspflege integrieren. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Der Zusammenschluss der Aus- und Fortbildungsanstalten für die hessischen Polizei- und Verwaltungskräfte unter einem Dach ist im Grundsatz begrüßenswert, weil hierdurch Synergieeffekte zu erwarten sind. Ein hochschulischer Rahmen ist aufgrund des starken Praxisbezuges der Lehrinhalte und der Einbindung der Lehrgangsteilnehmer in Laufbahnschemata des öffentlichen Dienstes nach unserem Dafürhalten nicht angemessen. Zudem ist die HFMS primär eine Berufsausbildungsstätte, jedoch keine Hochschule im herkömmlichen Sinne, da dort weder eine akademische Selbstverwaltung existiert, noch Freiheit von Forschung und Lehre, wie Sie das gerade vollmundig erklärt hatten, gewährleistet ist. Vielmehr entkernt sie die traditionellen Grundlagen- und anwendungsorientierten Hochschulen in Gänze. Wir lehnen diesen Gesetzentwurf daher ab und beantragen hiermit eine Anhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Rudolph für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Prozess zur Fusion der Hessischen Hochschule für der Polizei und Verwaltung mit der Polizeiakademie läuft seit nunmehr über 5 Jahren. Und das, was der Innenminister eben so vorgestellt hat, man hätte ja fast den Eindruck haben können, das war ein ganz toller Prozess, klar strukturiert und sortiert und alles bestens abgelaufen. Meine Damen, ja, Kollege Bellino, könnte man den Eindruck haben, dass das nicht so ist, ist klar, wenn ich das so vortrage. Meine Damen und Herren, dieser Prozess, nee, das war noch nicht mal ein Lob und noch nicht mal Verstecktes. Meine Damen und Herren, dieser Prozess hat den Steuerzahler viel Geld gekostet und die beteiligten Einrichtungen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten. Das werden wir dann auch noch mal kritisch nachfragen. Was hat das eigentlich alles gekostet, Herr Innenminister? Im Übrigen hatten Sie im ersten schwarz-grünen Koalitionsvertrag sowas schon drin. Also Sie brauchten schon arg lange, um uns dieses Konstrukt mit diesem Gesetz heute vorzulegen. Das war alles andere als eine Ruhmestat, um das mal sehr deutlich zu Beginn zu sagen. Und Sie haben ja eben selber noch einmal gesagt, unzählige Arbeitskreise und Projektgruppen hätten getagt. Das macht einen immer hellhörig und verdächtig. Es wurden teure externe Gutachten und Beratungen eingekauft. Und das Ergebnis ist nun dieser uns vorliegende Gesetzentwurf. Der ist jedenfalls alles andere als der große Wurf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Polizeiakademie in Hessen ist eine Polizeibehörde mit rund 330 Mitarbeitern. Diese soll in die bestehende Hochschule, die rund 200 Mitarbeiter hat, geschoben werden, um sie im selben Moment wieder vom Land im Rahmen der sogenannten Organleihe als Polizeibehörde auszuleihen. Das ist jetzt was für Scheinschmecker, ich sage es trotzdem. Organleihe, so der klassische Fall, ist eine Konstruktion für den Fall, dass das Land in einem Bereich keine eigene Behörde hat. Aber das Land hat eine Polizeibehörde. Herr Innenminister, wenn Sie die Polizeibehörde Hessen als Polizeibehörde brauchen, warum verschieben Sie sie dann in eine Hochschule? Um das mal auch an der Stelle klar und deutlich zu sagen und um das in der Anhörung noch einmal zu thematisieren. Und unklar ist uns auch völlig, was an der neuen Hochschule hochschulischer sein soll.
als an der Hochschule für Polizei und Verwaltung. Hunderte von Polizeivollzugsbeamten in der Ausbildung im Widerruf sind weiterhin in die polizeiliche Hierarchie eingebunden. Den Bezug zum Wissenschaftssystem können wir hier ebenfalls nicht erkennen. Die neue Hochschule soll Dienstvorgesetzte der Studierenden des Fachbereichs Polizei sein. Sie sollen nicht mehr ihren Stammdienststellen wie bisher zugewiesen werden und haben damit so auch kein Wahlrecht mehr für den örtlichen Personalrat. Stattdessen zum Hauptpersonalrat. Und jeder, der sich in der Praxis ein bisschen auskennt, der örtliche Personalrat ist die richtige Anlaufstelle für die Probleme des täglichen Lebens und den haben Studierende en masse. Und deswegen ist das Wahlrecht für den örtlichen Personalrat das Entscheidende. Und das lehnen Sie ab. Und Sie tun so, als wenn das eine Selbstverständlichkeit ist. Ein Eingriff in elementare Mitbestimmungsrechte im öffentlichen Dienst, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber großzügig wie Sie sind, bieten Sie eine Alternative. Stattdessen können die rund 3.000 Studierenden im Polizeibereich für die 4 Standorte jeweils einen Vertrauensleute wählen. Für 4 Standorte 4 Vertrauensleute. An die können sich dann die Anwärter wenden, wenn sie ein Problem haben. Das nenne ich eine praxisorientierte Auslegung und Änderung des Gesetzes. Wer auf sowas kommt, hat jeglichen Bezug zur Realität und zur Praxis in den Dienststellen verloren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass die Vermengung zwischen dem polizeilichen Bereich und dem Hochschulbereich nicht funktioniert, zeigt sich daran, dass es einen Präsidenten gibt, der ist polizeilicher Vorgesetzter und statt in der normalen W-Besoldung, wie an den Hochschulen üblich, ist er in der B-Besoldung eingruppiert bzw. besoldet, um sie dann mit dem Polizeipräsidenten gleichzusetzen. Und auch die Auswahl des Präsidenten, da sind die Hochschulgremien auch nur scheinbar beteiligt, weil der Innenminister kann sich darüber hinwegsetzen und kann stattdessen selbst jemanden vorschlagen. Und, meine Damen und Herren, dass das nicht nur Theorie ist, haben wir ja gesehen. Sie haben ja mal gerade versucht, so Ihrem Parteifreund aus Frankfurt, Herrn Seubert, so im Schnellverfahren mal als Rektor an der Hochschule für Polizei durchzusetzen. Das ist Ihnen misslungen. Sie haben ja mit Pleiten und Niederlagen vor Verwaltungsgerichten schon öfters zu tun gehabt. Und so einfach funktioniert das eben nicht. Und Sie mussten jetzt von dem Verwaltungsgericht einen Vergleich schließen, der nämlich vorsieht, dass Ihr Bewerber, der von Ihnen protegierte, ein ordentliches Berufungsverfahren durchlaufen muss. Sehen Sie, Sie müssen erst Gerichtsentscheidungen haben, weil Sie nicht bereit sind, sich in dem Fall an Recht und Gesetz zu halten. Auch das, Herr Innenminister, sehr fatal, um das auch hier an der Stelle deutlich zu benennen. Und wenn man sich dieses neue Konstrukt anschaut, warum das hochschulischer sein soll als das alte, wenn Sie sich da mal anschauen, wer das alles kontrolliert und mitwirkt, das ist die Abteilung Z des Innenministeriums, Zentralabteilung, das ist das Landespolizeipräsidium und das ist das Kuratorium. Und das können Sie, wenn Sie das mit dem Hochschulbereich vergleichen, das ist ein Vergleich ohne Gleichen, jedenfalls eine ganz andere Konstruktion, die Sie hier auf den Weg gebracht haben. Gleichzeitig haben Sie sich natürlich neue Stellen bewilligt, weil 4 hochdotierte Stellen, eine B4-Stelle, eine B2-Stelle, 2 A16er-Stellen, die Sie im Haushalt 2021 eingestellt haben, obwohl die Hochschule erst 2022 auf den Weg gebracht werden soll. Und, meine Damen und Herren, was ja besonders nett und appetitlich ist, dem Koalitionsvertrag angekündigte Dialog mit den Betroffenen ist ja ohnehin eine typische schwarz-grüne Plattitüde. Das darf man ja sowieso vom Grundsatz her schon mal nicht ernst nehmen. Aber das Projekt wird vom Senat und der Vollversammlung der Hochschule geschlossen abgelehnt. Der Fachbereich Verwaltung verlangt bei der Realisierung an eine andere Hochschule ausgegliedert zu werden. Und, meine Damen und Herren, heute hatten wir, wahrscheinlich andere auch, eine Stellungnahme von fast 50 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, die klar gesagt haben, ein Dialog fand nicht statt. Wir haben Vorschläge gemacht, die sind überhaupt nicht berücksichtigt worden. Und bei diesen 50 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern ist das ein wichtiger Teil des Lehrkörpers. Wie sollen denn die mit Engagement etwas vertreten, von dem sie inhaltlich in gar keiner Weise überzeugt sind? Was für ein Dialog das war. Wahrscheinlich war das ein schwarz-grüner Dialog im Koalitionsausschuss. Aber das ersetzt natürlich keine fachliche Beratung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Gewerkschaft der Polizei droht mit einer Klage, weil eben die Studierenden keine ordentlichen Personalvertretungsrechte haben. Und auch das Konstrukt der künstlichen Organleihe, dass das einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhält, ist zumindest auch in Juristenkreisen nicht unumstritten. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Der Gesetzentwurf zeigt, auch ein jahrelanger Prozess macht einen Gesetzentwurf nicht allein schon dadurch besser, dass man so lange braucht. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Gesetzentwurf, der im Ansatz die Ausbildung der Polizeianwärter wissenschaftlicher zu gestalten in keiner Weise gerecht wird. Deswegen werden wir das auch in der Anhörung thematisieren. Nach über 5 Jahren einen solchen Gesetzentwurf vorzulegen, der so umstritten ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, zeugt, dass der Innenminister mal wieder mit dem Kopf durch die Wand will. Das ist falsch. Das ist insbesondere auch falsch im Interesse der Studierenden. Und deswegen ist die Anhörung dazu dringend notwendig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rudolph. Für die Fraktion Die Linken hat jetzt der Abgeordnete Schaus das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorliegende umfangreiche Gesetzentwurf befasst sich mit einer grundlegenden Neuorganisierung, Neuorientierung, Umstrukturierung der bisherigen 4 Verwaltungsfachhochschulen in Hessen. Dies ist sicherlich nach mehr als 40 Jahren Verwaltungsfachhochschule und insbesondere durch die vor 20 Jahren eingeführte zweistufige Polizeiausbildung, wonach in Hessen seitdem keine Polizeibeamtinnen und Beamten des mittleren Dienst mehr ausgebildet werden, sinnvoll und überfällig. Wie im Vorblatt des Gesetzentwurfs ausgeführt dargestellt, wird damit eine Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und Grünen, die schon in der letzten Legislaturperiode bestanden hat, Rechnung getragen. Ich zitiere: In den Koalitionsverträgen von CDU und Bündnis 90 die Grünen für die 19. und 20. Legislaturperiode sind folgende Aufträge formuliert. Darüber hinaus wollen wir die Einbindung der Verwaltungsfachhochschulen des Landes in das Wissenschaftssystem stärken. Wir wollen den Dialog mit den Betroffenen und unter Beachtung der Wissenschaftsfreiheit eine gemeinsame Fachkräfteausbildung für die Verwaltung in einer Verwaltungsfachhochschule schaffen, in die auch die jetzige Hochschule für Polizei und Verwaltung und die Hessische Polizeiakademie sowie die zentrale Fortbildung des Landes Hessen aufgehen. Soweit in diesen Vorbemerkungen die hehren Ziele. Und meine Vorredner haben ja schon darauf hingewiesen, ob diese hohen Ziele mit diesem Gesetzentwurf tatsächlich erreicht werden, daran gibt es nicht nur bei uns erhebliche Zweifel. Es ist sicherlich sinnvoll, die bisherigen Strukturen für Aus- und Fortbildung innerhalb der Landesverwaltung zu bündeln und auch weiterzuentwickeln. Ob dabei aber die Freiheit der Wissenschaft tatsächlich gewährleistet werden kann, so wie Sie das, Herr Minister, eben dargestellt haben, darf doch stark bezweifelt werden. Denn es gibt eben zu viele Ausnahmen vom Hochschulrahmengesetz und auch zu viele direkte Eingriffsmöglichkeiten von Ihnen als Innenminister auf diese besondere Hochschule, deren Autonomie dadurch stark eingeschränkt wird. Dadurch wird die Freiheit von Forschung und Lehre an dieser Hochschule aus meiner Sicht sogar behindert, Herr Minister. Dass zudem dort auch polizeiliche Auftragsangelegenheiten wahrgenommen werden, das verstärkt unsere Bedenken am gewählten Mischkonstrukt. Originäre Polizeiaufgaben haben in einer Hochschule nichts zu suchen. Nichts zu suchen. Wir teilen die erheblichen Bedenken von 47 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern der derzeitigen Verwaltungsfachhochschule, die sich erst vor wenigen Tagen in einer gemeinsamen Stellungnahme sehr kritisch zu diesem Gesetzesvorhaben geäußert haben. In ihrer Stellungnahme, die gestern bei uns eintraf, heißt es, ich zitiere: Als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung befürworten wir vollumfänglich die Ziele einer leistungsstarken Hochschule für die öffentliche Verwaltung zu schaffen, die in das Wissenschaftssystem stärker eingebunden ist.
Da wir künftig an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit lehren und forschen sollen, haben wir auch unsere Expertise in deren Gründungsprozess eingebracht. Der nun vorliegende Gesetzentwurf zur Gründung der Hessischen Hochschule für Management und Sicherheit zeigt jedoch, dass unsere Empfehlungen nicht berücksichtigt wurden und die vorgesehene Ausgestaltung der neuen Hochschule dem oben genannten Ziel in großen Teilen entgegensteht. Die zahlreichen Ausnahmeregelungen gegenüber dem Hessischen Hochschulgesetz, gerade hinsichtlich der Hochschulautonomie, schwächen die hochschulische Selbstverwaltung, die zur Erhaltung und Verbesserung wissenschaftlicher Standards und im Hochschulstudium unverzichtbar ist. Zudem soll die Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit als Polizeibehörde polizeiliche Auftragsangelegenheiten wahrnehmen und deshalb vollständig in die Behördenstruktur der Landespolizei eingegliedert werden. Kollege Rudolph hat darauf hingewiesen. Hierdurch wird sich diese Einrichtung weiter vom allgemeinen Wissenschaftssystem des Landes entfernen, was den notwendigen fachwissenschaftlichen und organisatorischen Austausch über die Grenzen der Hochschulen hinweg massiv erschweren wird. Als Kritik betrachten wir darüber hinaus, dass die bisherige Polizeiakademie Hessen, eine nicht hochschulische Polizeibehörde, die größte Organisationseinheit der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit bilden wird, welche auch künftig nicht hochschulisch geleitet werden soll. Damit wird auch der Großteil des Personals der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit nicht hochschulisch sein. Die im Gesetzentwurf vorgestellte Hochschule widerspricht mithin dem Ziel, eine leistungsstarke Hochschule für die öffentliche Verwaltung zu schaffen. Daher lehnen wir ihn ab, den Gesetzentwurf. Meine Damen und Herren, wenn 47 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in dieser Art und Weise sich an uns wenden, dann ist sozusagen Gefahr im Verzug, wie das im Polizeijargon heißt, Herr Minister. Und dann muss es in der Tat doch darüber diskutiert werden, dass neben diesen Fragen, die Fragen der Mitbestimmung und der Personalvertretung, die von Günter Rudolph angesprochen wurde, doch wesentliche Punkte sind, die im Grundsatz sozusagen dieser ganzen Mischkonstruktion ein Konglomerat von nicht wissenschaftlicher Einrichtung, mehr einer Polizeieinrichtung als einer Hochschule darstellen, in die Sie nach Belieben eingreifen können. Diese Kritik müssen wir uns im Anhörungsverfahren intensiv widmen. Es gibt also noch sehr viele offene Fragen bei der Gründung der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Und um eine neue, echte Hochschule zu schaffen, meine Damen und Herren, darf es eine Verquickung von Hochschulaufgaben mit originären Polizeiaufgaben auf keinen Fall geben. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schaus.